So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben beim letzten Mal so eine kleine Rundreise durch Hyrule gemacht und wollen jetzt nochmal ein bisschen Zeug verkaufen, dass wir uns noch ein paar antike Pfeile leisten können. Zum Beispiel... Ja, für nichts wirklich viel eigentlich. Ja, verkaufen wir mal 7 Bockblendherzen. Das ist schon mal ein bisschen was. Dann verkaufe ich nochmal 10 Bernsteine. So, dann verkaufe ich mal, sagen wir mal, 29 von den Dingern hier. Naja, das lohnt sich kaum. Aber besser als gar nichts, hätte ich gesagt. Soll ich mal 5, verkaufe ich halt noch 5 Opale. Na komm, dann kann ich auch nochmal 15 Bernstein verkaufen. So, das ist ja schon ein bisschen was. Ich glaube, das reicht für ein paar Pfeile. Eventuell... Ja, ich glaube nochmal, ich glaube 20 oder 30 antike Schrauben kann ich auch noch gut loswerden. Und vielleicht auch 27 antike Federn. So. Das sollte jetzt aber reichen. Antike Riesenkerne verkaufe ich nicht, die sind zu selten. Gut, sehr schön. Dann kann ich jetzt eigentlich zurück. Gehen nach da oben. Und dann von da aus nach Taburasa. Da ruckelt das Bild irgendwie so ein bisschen. So, das Bild macht komische Dinge. Und das Spiel lädt wieder so unglaublich schnell wie immer. Na komm schon. Wir haben nicht ewig Zeit. Danke. So. Gut. Stets zu Diensten. 5 antike Pfeile. Eintauschen. So, nochmal 5 antike Pfeile eintauschen. Nochmal 5 antike Pfeile eintauschen. Und... Ja, machen wir mal 25. Nein. So, jetzt müssten wir... Achso, Moment, wir haben ja noch. Okay, dann machen wir noch 3. Und noch einen. So, sehr schön. Den Rest brauchen wir nicht. Gut. 25 antike Pfeile sollten wohl reichen. Dann... Taburasa. Komme ich da von hier aus eigentlich auch? Oh, Moment, ich guck mal, ich glaube, so bin ich vielleicht sogar recht schnell. Ja, komm, du kannst mir gar nichts. So, wo ist der große Teich? Ach Gott, ganz da hinten. Na gut, komm, wir teleportieren uns. Da bin ich ja noch ewig unterwegs. Achso, ja, ich wollte ja außerdem noch zur Quelle der großen Fee. Für den Z-Bonus. Eventuell. Den eventuellen Z-Bonus. Hoffentlich haben wir jetzt noch genug Materialien. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Fällt mir gerade mal so ein. Wir brauchen doch bestimmt antikes Zeug, um die Rüstung zu verbessern. Das hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Ah, wir werden sehen. Achso, ich wollte gerade sagen, was war das denn für ein Schrein? Wieso habe ich die noch nicht gesehen? Och nö. Muss ich hier echt wieder... Bögen... Muss ich wieder auf den wechseln? Und Schilde... Auf den hier. So, jetzt bin ich wieder gewittertauglich. Oh ja. Hier wäre auch eine gute Stelle, um Holz zu sammeln.
So, hier kann ich aber. Ups, oder? Feen gibt's hier gerade keine, nee, schade. Huch, was brennt denn da? Oh, nichts Besonderes, okay. Was habe ich hier? Mehr Rüstgras. Ich bin ein bisschen schreckhaft manchmal. Wenn der plötzlich so wahnsinnig lauten Blitz einschlägt. Oh, da ist noch was. Brustgras. Okay. Gut. Dann lass uns mal Zeug verbessern. Ja. Ja. Ja gut, verstecken bitte. So, was? Oh Moment, das kann ich nochmal? Nee, kann ich nicht. Davon habe ich noch nicht genug Leunenhufe. Das ist doof. Das hätte ich ganz schon nochmal verstärkt eigentlich. So, was habe ich hier? Schrauben und Federn. Das habe ich erstmal genug. Dann bringen wir das erstmal auf Stufe 2. Das habe ich auch schon eine Weile nicht mehr in der Folge gemacht, oder? Ja, ja, ja. Bitte verstärken. So, jetzt gucke ich gleich mal, was ich als nächstes brauche. Na toll, Zahnräder, die ich nicht mehr habe. Oh, so, jetzt bringen wir es trotzdem noch auf Stufe 2. Wieso habe ich keine Zahnräder mehr? Was ist denn das? So. Den letzten Teil bitte auch noch auf Stufe 2. Dann gucke ich mal kurz, was hier noch übrig ist, was wir jetzt noch eventuell verstärken könnten. Ja, was haben wir da jetzt noch? Das Rettengewand. Dafür brauche ich Verrotrauchhornsplitter. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich die herbekomme. Oh, fuck. Dafür habe ich zu viel Bernstein verkauft. Die ist schon am Maximum. Für den Helm fehlt mir ein Hinox-Herz. Dafür brauche ich... okay, das ist doof. Das kriege ich dafür für mir Glutlinge. Dafür fehlen mir Eisfledermeißerflügel. Die Ohrringe könnte ich noch verstärken, aber andererseits warum? Okay, und hierfür fehlen mir Leuchtsteine, die ich alle wieder verkauft habe gerade. Na gut, dann lassen wir das. Ich suche jetzt das perfekte Wetter für eine Hochzeit heute. falsche Richtung. Da lang. So, wo ist das Dorf? Da hinten ist das Dorf. Ah, muss ich wohl doch zu Fuß rüber. Oh. Wo wir gerade dabei sind. Die Dinge habe ich geformt. Wölfe. Für Rüstungen. Für Rüstungen, weil die große Feen immer so komisches Zeug wollen. Wild. Moment, was? Heißt das, hier ist irgendein Tier durch Blitzeinschlag gestorben? Das lief natürlich etwas doof. So, reicht das hier? Ja, das reicht. Bei Regen geht das, glaube ich, besser als... ohne. So, hier scheint irgendwie immer die Sonne, oder? Oh, hübsch. Moment. Das Haus ist auf jeden Fall neu. Und ich glaube... Ach ja, den letzten Rest haben sie auch noch weggeräumt. Jetzt sind die beiden Häuser neu. Ich glaube, das Haus hier ist auch neu. Ein Esel. Schön sieht das jetzt aus hier. Wirklich, ich bin begeistert. Oh, echt? Wirklich schön. Was sagt denn gerade? Hallo, die Felsen sind alle zerbröselt. Ich verstehe nicht, warum ich hier herumstehen soll. Okay. Kann ich? Nur mal so? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Achso, ich kann mittlerweile das andere Zeug ausrüsten. Das wäre der Königsbogen. Dann, was hatte ich hier? Den Königsschild. Ich weiß noch nicht mehr welchen. Und hier hatte ich natürlich das Masterschwert. So, jetzt muss ich mich natürlich noch ordentlich kleiden für eine Hochzeit. Was zieht man denn da an? Hm.
glaube, das an die Gewand geht. Naja. Nee, die Kapuze ist unpassend. Nee, das ist nicht gut. Gehen wir als Frau zur Hochzeit? Nee. Okay, wie sieht's mit dem Wüstenzeug aus? Naja, auch nicht wirklich gut geeignet. Sollen wir als Fisch gehen? Nein, das lassen wir mal. Vielleicht gehen wir als Zora. Mit Ohrringen? Nee. Nee, ist auch nicht gut. Können wir das irgendwie kombinieren? Um Gottes Willen, bloß nicht. Sollen wir als prächtige Ritter gehen? Mit Dutt. Oder Flügel. Oder Bernsteinohrringen. Gott, was haben die eigentlich mit ihren Ohrringen in diesem Spiel? Haben wir noch eine Kopfhütte, die irgendwie dazu passt? Nee. Das Zeug hier kann ich gleich. Ah, machen wir es doch so. So. So können wir zur Hochzeit gehen. Das passt doch. Wo bist du eigentlich? Oh, guten Tag. Wer sind Sie bitte? Ein Reisender. Oh, verstehe. Sagen Sie, sind Sie auch hier, um sich in Taburasa ein Haus zuzulegen? Ganz genau. Verstehe. Passen Sie gut auf sich auf. Meinem Mann gefällt es ja sehr gut, aber wenn man einen Schritt aus dem Dorf tut, ist alles voller Sonderlinge. Ist hier, wohnt hier jemand? Nein? Kann ich mir echt ein Haus kaufen? Das hier ist voll schön. Wie sieht's oben aus? Also das hier würde ich sofort nehmen. Oh, schade, da wohnt schon jemand. Grazieren? Was auch immer. Tag auch. Was geht? Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich bin Grazian und ich erforsche antike Zivilisationen. Naja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Mein alter Herr hat mich auf eine Reise um die Welt geschickt. Du siehst auch so aus, als hättest du schon einiges von der Welt gesehen, oder? Das kann man sagen. Oh, du also auch? Freut mich zu hören. Wie dem auch sei, es ist voll das Schicksal, dass wir uns begegnet sind, ey. Ich kann dir nämlich die super krass seltene Rüstung verkaufen, die ich hier und dort gefunden habe. Zeig mal her. Okay. Er hat die Kletterrüstung, er hat die Barbarenrüstung. Und er hat die Isolierrüstung. Und er hat die alte Rüstung. Das Zeug habe ich doch alles. Du Vollidiot, was bringt mir das denn? Aha. Vor allem, wieso gibt es das alles doppelt? Ich dachte, das wäre alles voll selten. Na gut. Wo ist hier jetzt? Wo ist hier jetzt die Hochzeit? Wo geht denn hier was? Oh, auch da. Hallo. Danke auch, dass du einen Zora gefunden hast, der uns hilft. Er meint sogar, er wäre früher mal Priester gewesen. Außerdem heißt er Kapoda. Was will man mehr? Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch jemanden findet, dessen Name auf da endet. Und als nächstes? Ja, ja. Jetzt muss nur noch die Zeremonie durchgeführt werden. Ja, und die Gäste muss ich wohl noch einladen. Gäste? Mein Chef Landa und Torda, meinen Kollegen. Verstehe. Mit den Vorbereitungen für das Fest werde ich sehr beschäftigt sein. Könntest du sie nicht einladen? Natürlich. Das wäre wirklich eine große Hilfe. Gut, danke schon mal. Moment, ist das eine andere Haarfarbe? Nee, das sieht nur so aus. Naja. Ist das nur Stroh? Sind das für eine... Sag mal was. Wieso stöhnt die so? Was machen die, wenn man da vor dem Tresen steht? Ach, da kann man unten durchgucken. Okay. Joa, also, wer ist denn doch eigentlich? Wer bist du denn? Hagi? Oh, du bist es nur. Möchtest du noch etwas von mir? Ich habe sie zerstört. Was, wen? Was habe ich zerstört? Ja, ich weiß Bescheid. Du hast beide Wächter zerstört, die im Taring zum Feuer umgelaufen sind. Wie versprochen, gebe ich dir den Rest deiner Belohnung. Komm, gib Pfötchen. Fett. Was soll denn dieser unzufriedene Blick? Wunderst du dich etwa, dass der Vorschuss mehr war als die Taubzumme? Das ist der Grund, warum du immer den niedrigsten Ständen angehören wirst. Wer hat denn gesagt, dass der Vorschuss kleiner sein muss? Immer diese Schreiereien mit euch. Unser Geschäft ist damit jedenfalls abgeschlossen. Los, verzieh dich. Ja, sehr sympathischer Mensch.
Ich würde hier echt direkt einziehen. Also auch so in echt. Das ist voll geil hier. Ist voll hübsch geworden. Jederzeit. Was war jetzt Gäste einladen, richtig? Hateno. Hahaha, Hateno. Zum Glühwurmteich. Mann, wir sind echt nur noch eine Minute teleportiert in den letzten zwei Folgen jetzt. Mein Gott. Muss das immer so lang dauern? Ist unglaublich. Seitwärts gehen kann ich auch. Das ist ja toll. Das habe ich bestimmt. Wobei, habe ich das schon mal gemacht? Ich wollte gerade sagen, das habe ich bestimmt noch nie gemacht. Aber andererseits, das könnte durchaus sein. Naja. Wieso lädt HT nur so lange? Hallo? Geht doch. Na also. So. Was genau? Ach ja, genau. Die Vollprofis da hinten. So, als erstes mal, wenn ihr gerade schon mal hier seid, kann ich nochmal kurz mein Haus verbessern? Was heißt verbessern? Nochmal ein Teil ausbauen oder so? Hallöchen, was sagst du? Dumster heiratet. Und ich soll zur Hochzeit kommen. Ich freue mich für ihn. Alles klar. Ich sollte mich also auf den Weg nach Taburasa machen, oder? Ja. Ja, das wird bestimmt spaßig. Tja. Tada, komm, wir gehen. Ich mein Tochter, komm, wir gehen. Na endlich, Chef. Ja, diese unglaubliche Geschwindigkeit. Es ist echt, boah, heftig. Okay, also teleportieren wir uns wieder mal zurück nach Taburasa, weil wir ja noch nie da waren. Oh, heißt das, ich habe die Quest jetzt abgeschlossen? Die Taburasa-Questreihe? Das könnte durchaus möglich sein. Ja, komm schon. Schneller Spiel. Na also. So, wieder einmal da runter. Oh, ich glaube, der Wind hilft mir gerade ein bisschen. Das da unten ist nicht so schön. Oh, das ist halt die perfekte Fläche für Landwirtschaft fürs Dorf, um das Dorf zu versorgen. So, ein paar Felder oder sowas. Wasser hat es ja genug da unten. Und besonders hübsch ist es jetzt auch nicht. Und ich nehme an, da nimmt man auch niemandem den Lebensraum weg. Oh, das Dorf ist so schön geworden. Ich kann mich gar nicht dran satt sehen. Da sind die zwei. Natürlich am Lagerfeuer sitzend. Was auch sonst. Hallöchen. Okay, wir sollen Dumpster Bescheid sagen. Die Zeremonie kann beginnen. Die Olle stöhnt wieder. Hallo. Du hast alle beide eingeladen. Danke. Landa und Tora scheinen noch ganz ungeduldig zu sein. Können wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich. Alles klar. Gut, dann stellen sich jetzt alle in einer Reihe auf. Ja? Wo denn? Oh, oh schön. Ahem. Ich muss um Ruhe bitten. Also. Wo ist Landa? Ach, da unten. Der sitzt natürlich hier rum. Wir sind heute zusammengekommen, um ein junges Paar im Hafen der Ehe zu verteuen. Dumpster ist unser Bräutigam und Powder ist die Braut. Lasst uns die Zeremonie beginnen. Dumpster, im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, warum zum Teufel hast du nichts an? Ich meine, nimmst du Powder zur Frau und schwörst du sie zu lieben und zu unterstützen? Na klar. Sehr schön. Und du, Powder, im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Dumpster zum Mann? Schwörst du allen deinen Kindern Namen zu geben, die auf da enden? Moment mal, Moment mal, wer hat diesem Priester denn seinen Text gegeben?
Wieso? Ist doch ganz normal. Mama. Wenn du zur Yolanda-Familie gehören willst, solltest du die Tradition ehren. Aber Chef, eine Frau in unserer Familie? Der Yolanda-Geist kennt keine Grenzen. Jeder ist für den anderen da. Ach Gott. Sowas ist noch nie da gewesen. Da haben wir's. Ich schwöre. Sehr schön. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Alter Yolanda. die Glocke kann also doch läuten. Das ist wirklich ein schöner Ort für Hochzeiten. Möget ihr in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Ertränken, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, schon alles vorbei. Neuer Tagebucheintrag. Dumster und Paulas Hochzeitsfest lief so perfekt ab, wie man sich nur wünschen konnte. Carponas Zeremonie wirkte auf manche weitaus kurios, doch letztlich waren alle glücklich. Sprich mit Dumster, um den frisch vermählten Paar deine Glückwünsche zu übermitteln. Wo ist Dumster denn jetzt? Da hinten. Natürlich steht er immer noch darum. Hallo. Oh, du bist es. Danke, dass du dabei warst. Schnüff. Weinst du etwa? Ich habe nur Staub ins Auge bekommen. Sieh den Taboras an, es ist zu einem richtigen Dorf geworden. Und das alles war nur mit deiner Hilfe möglich. Vielen Dank. Ach ja, ich habe hier noch was für dich. Oh. Darauf sind wir beim Wegräumen der Felsen gestoßen. Ich und Paula brauchen sowas nicht. Paula und du. Also los, nimm schon. Dafür hat sich's doch mal gelohnt. Wie viel habe ich jetzt? 10. Perfekt. Sabak. Sabak, du scheinst unsere Sprache ja gut zu beherrschen. Hier erinnerst du dich noch an mich. Ich bin's Paula. Oh. Diese Hochzeit war zwar etwas unkonventionell, aber sehr schön. Das Kleid hatte ich übrigens selbst genäht. Ach so? Ich hatte es mit Edelsteinen besetzt, die Dumster mir geschenkt hatte. Danach war es leider so schwer, dass ich kaum noch stehen konnte. Was man nicht alles mitmacht. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen dich öfter mal wieder. Oh, da stört sie schon wieder so komisch. Sag mal. Also ganz normal ist das ja nicht. Einfach so im Freien. Kann ich bei dir jetzt noch mein Haus ausbauen? Finde ich auch. Oh, sie hauen wieder ab. Okay. Also dann. Torda, komm, wir gehen. Jep, Chef. Alles klar, ich komm mit. Tschüss dann, ne? Ich hau da mal ab. Viel Spaß noch. Adios. Auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Ist mir auch recht. Okay. Sag mal, die Olle da hinten macht mich echt fertig. Ja dann, haben wir... Moment, irgendwas leuchtet hier noch grün. Was leuchtet hier grün? Da hinten war noch der Schrein. Stimmt. Den wollte ich noch machen, dass ich nochmal ein Herz dazu bekomme, bevor ich ins Schloss gehe. Na, dann kriegen wir in die Folge noch reingequetscht, glaube ich. Objekte schieben. Ja, das kann ich. Das ist richtig. Ach ja. Wirfst du sie mit Hilfe von R, fliegen sie in einen Bogen? Fliegen sie einen Bogen und kehren dann zu dir zurück. Das ist der Sinn von den Dingern. Also ich meine, wenn man es kann, natürlich. Ich kann das nicht. Wobei ich es, glaube ich, auch noch nie richtig ausprobiert habe. Ach ja, das hatten wir ja auch noch. Oh, ich glaube, es ist ein bisschen kalt. Ich dachte eher ein bisschen warm. So, wo ist der Schatten? Oh. Wir sind zu spät, oder? Ja. Verdammt. Na gut. Dann halt nicht. Die Richtung ist aber gut. Oder? Sehe ich das richtig? Nee. Da hinten. Da ist doch die grüne Markierung irgendwo. Sollte sie zumindest sein. Ich müsste eigentlich genau drauf zugucken. Ach, da unten.
So ein Mist. Moment, kann ich hier vielleicht ein kleines Feuer machen? Oh, und was? Das nehme ich vielleicht. Ah, wobei, was soll's. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch den hier mitnehmen. Na, wobei, ich markiere mir einfach mal. Wo war das ungefähr? Hier irgendwo? Ich markiere mir mal das da ungefähr. Quatsch, bin ich bescheuert? Das ist genau da, wo ich stehe. So, dann mach ich doch einfach so. Ne, wo? Da ist die Markierung wieder weg. Ach so, weil ich dran war. Okay, bloß nicht nah ran. Spiel. Ich meine das ernst mit der Markierung. So, jetzt scheint sie da zu bleiben. Okay, gut. Was ist das da unten denn? Ach, Gegner, okay. Ja, gut. Die lasse ich mal liegen, wo sie sind. Oh, Moment, kann ich den vielleicht fotografieren? Wenn ich schon mal hier bin? Ah, ne, den habe ich schon. Oh, ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, gut. Vielleicht hat er mich auch gehört. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ist eigentlich völlig unmöglich, aber... Ja. Man will ja nichts ausschließen. So, wo war jetzt der Schrein? Der muss hier irgendwo gewesen sein. Natürlich sehe ich die Karte wieder nicht mehr jetzt. Ah, perfekt. Der Dark-Hotama-Schrein. Genau richtig gelandet. So, die Frage ist, hört das dann schon auf, wenn ich den erledigt habe? Weil sonst kann ich mich hier nicht zurück teleportieren. Das wäre etwas ungünstig. Und wo teleportiere ich mich dann eigentlich hin? Ich muss ja nochmal irgendwo einen Schrein finden. Nicht einen Schrein, so eine Statue. Lange Leitungen? Oh ja, die habe ich oft. Ich habe auch eine sehr lange Leitung. Ach Gott, das ist echt. Entschuldigung. Manchmal weiß ich nicht, was über mich kommt. Was? Ach da. Hallo. Wow, ein Treffer. Du bist ja ein heftiges Ding. So, was macht das Teil da oben? Ach, das war so ein Stromding. Ups. Ja gut, dann kann ich hier nicht viel machen. Na, da komme ich dann von oben ran, wie es aussieht. So, ist hier noch was? Nein. Aha. Oh. Oh. Okay. Oh, da ist mein Holzfall wieder. Sehr schön. Ja, gut. Also lass mal überlegen. Wie ich das Ding da hinten mitnehme, ist ja die Brücke hier nicht mehr aktiv, nehme ich an. Das heißt, ich sollte das Ding da hinten nicht mitnehmen. Aber habe ich eine andere Wahl? Ist das magnetisch vielleicht? Ja! Okay, jetzt gucke ich mich erstmal kurz hier um. Das hier funktioniert offensichtlich nicht. Kann ich das einfach hochnehmen? Kann ich. Aber jetzt komme ich natürlich nicht mehr da lang. Okay. Das heißt... Erstmal da draufstehen und dann das Ding jetzt mitnehmen. Kann ich das jetzt da ranhalten? Ja, okay, das kann ich auch so machen. Okay, schleifen wir das da mal entlang. Das wird jetzt bloß nicht runterschmeißen. Bringt das? Kann ich das da? Nee, okay, das ist gut. Ich muss hier nicht aufpassen, dass ich irgendwie ein bisschen einen Schlag bekomme. Halt, bleibst du gefälligst. Ja gut. Kommst du wohl wieder zurück? Okay, will ich... Oh, da war eine Truhe. Truhe! So. Ein Mondsäbel. Ein Weitwurf-Mondsäbel. Naja. Darauf verzichte ich mal. Was hat meiner? Ach, ich habe einen Schatzsäbel. Das ist aber was anderes. Okay. Ich muss den trotzdem kurz mitnehmen. Ihr wisst ja, wie immer. Wegen der Anzeige. Dass ich weiß, ob ich alles habe.
Was denn? Ach so. Halt! Mist. Die drehen ein bisschen durch da hinten. So, schätz mal, das muss ich wieder mitnehmen hier. So. Stelle das erstmal hier ab. Rums. So, ein Treffer und noch ein Treffer. Und die zwei Dinger sind Geschichte. Okay, kann ich das hier irgendwo? Jetzt gucken wir erstmal, was daraus wird. Ich kann das Ding ranziehen und ich kann das Ding wegschieben. Okay, wegschieben klingt schon mal gut. So, damit hätte ich die wahrscheinlich auch von oben erledigen können. Nee. Den kann ich wahrscheinlich vor und zurückschieben irgendwie. Oh, Truhe. So, was haben wir da drin? Oh, und einen antiken Reaktorkern, das ist gut. So, habe ich alle? Nein. Was haben wir denn hier? Irgendwie nichts bis jetzt. Okay, da kann ich runter. Da kann ich irgendwas aktivieren. Die Frage ist aktuell noch, was bringt es mir? Jetzt gehen wir erstmal nach oben gucken. Okay. Ich sehe, was mit langer Leitung gemeint ist. Ja, dann nehmen wir das im Ding mal mit. So. Damit gehen wir jetzt irgendwo da hinten wieder hin. Moment, ich soll jetzt erstmal gucken, was das hier eigentlich tut. Nein, das war schlau. Ach nö. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Habe ich mich gerade gesoftlockt? Komme ich hier jetzt noch raus? Ja, okay. Aber offensichtlich gerade so. Wenn hier nicht dieses begehbare Kabel wäre, dann wäre ich, glaube ich, dann hätte ich ein echtes Problem. Kann ich mich hier raus teleportieren? Ja, okay, das geht. Kann ich mich auch hier hin teleportieren? Na, muss ich dann wohl, weil ich glaube, ich habe jetzt sonst keine Wahl. Ich komme ja nicht mehr hier hoch. Ohne das Stromdingen. Och man, wie dumm. Wie mega dumm. Ja. Wie unnötig einfach nur. Oh, ich sehe gerade, ja gut. Dann machen wir in der nächsten Folge einfach wieder an der Stelle da oben weiter, hätte ich gesagt, wo ich gerade runtergefallen bin. Bis dahin. Tschüss.